Fellner live aus Kitzbühel. Wolfgang Fellner aus dem Ziel der Streif. Worüber Kitzbühel heute spricht, was hinter den Kulissen passiert. Fellner live aus Kitzbühel. Die Helden, die Promis, die Stars. Fellner live aus Kitzbühel. Ja, was wäre ein Fellner live? Was wäre das erste Fellner live aus Kitzbühel? Ohne das wirkliche Idol von Kitzbühel, ohne den Rudi Seiler. Ja? Der Toni Seiler ist ja leider tot, schon seit geraumer Ding, aber der Rudi Seiler hält den Namen Seiler in Kitzbühel aufrecht. Rudi, du bist der Gründer der Roten Teufel, die hast jahrelang geführt, diese Skischule. Na? Ja, Gründer nicht, der Gründer war der Karl Koller. Ja. Der hat das schon 1950 angefangen. Verstehe, und dann bist du gekommen. Und dann war ich jetzt 27 Jahre lang Leiter der Roten Teufel. Hast du daraus eigentlich die berühmteste Skischule Österreichs gemacht, aber man kann sagen, der Welt, ne? Die war teilweise die größte und berühmteste, ja. Der Welt. Hast Kinderskikurse begonnen, Racer, Race-Skikurse, all das begonnen. Aber in Verbindung immer noch mein Vorgänger, der Karl Koller, der diese ganzen Sachen erfunden hat. Und jetzt hast du es zurückgelegt, hast du es an einen Hinterseerbuben, wenn man so sagen darf, übergeben, die Roten Teufel, und bist Pensionist, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau so ist es. Gehst du noch Skifahren eigentlich? Sehr gerne. Ja, also gehst du wirklich noch rauf auf die Berg? Wo fährst du? Doch, ich habe da einen kongenialen Partner, den Chef der Bergbahn. Ah, den Herrn Burger. Der Herr Dr. Burger, der ist ein leidenschaftlicher Skifahrer. Verstehe. Und hat dich wieder so weit motiviert, dass ich auch fahre. Weil man muss ja dazu sagen, ihr zwei steht's natürlich für diesen Aufschwung von Kitzbühel. Du mit der Skischule, er mit der Bergbahn. Das Ganze war ja ein bisschen verschlafen vor so 20 Jahren. Dann hat da so ein richtiger Push stattgefunden, ne? Für den du teilweise stehst, für den er steht, für den der Fremdenverkehrsverband steht, ne? Ja, leider Gottes war dann circa von 80, 90 in diesem Bereich. War wirklich ein Stillstand in Kitzbühel. Ein großes Loch eigentlich. Ja, sie haben da keine Schneeanlagen gebaut, die haben gesagt, wir bekommen den Schnee von oben. Ja. Hanenkammrennen wurde dann abgesagt, mehrere Male dann die 70er Jahre. Und dann ist erst, war wirklich ein Stillstand und die Leute in Kitzbühel haben es aber verstanden, aus dem Ort wieder was zu machen. Und in den letzten Jahren ist unheimlich viel passiert. Und wir haben eine AG. Eine Arbeitsgemeinschaft, Bergbahn, Stadtgemeinde, Touristenverband und Skiclub. Und diese vier Institutionen haben jahrelang hindurch mehr oder weniger gestritten. Da muss man dazu sagen, du warst einer, der die wieder vereint hat und der dann ein bisschen der Motor von dem Ganzen geworden ist, gemeinsam mit dem Bergbahnchef. Vereint hat es dann eine Frau. Die Chefin des Tourismusverbandes, die Frau Signe Reisch, die hat es geschafft. Das passt auch politisch zusammen. Und jetzt arbeiten diese vier Institutionen zusammen und dann funktioniert das. Und das ist seit 10 Jahren, das Kitzbühel ist wieder blöd. Für mich ist das das Geheimnis. Und seit 10 Jahren rennt es wieder. Seit 10 Jahren rennt es und es geht bergauf und die Zahlen gehen dorthin und das muss so sein. Und vorher war... Und das freut dich, weil du ja ein Kitzbühler vom Herz und Seele bist, ne? Das stimmt. Ja. Nein, das ist Freude, wenn man sieht, es passiert was. Es ist ja jahrzehntelang nichts passiert aufgrund der großen Erfolge meines Bruders. Es ist in Kitzbühel auch nichts passiert. Ja. Da waren die alten eingefahrenen Hoteliers hier, da und die wollten nichts mehr riskieren. Es ist alles gleich geblieben. Ja. Rudi, wie war denn das Verhältnis zu deinem Bruder, vom Rudi zum Toni? Immer gut. Ja? Es hat nie ein Problem gegeben. Du warst ja der Kleine immer, ne? Ja, das war auch noch ein Unterschied. Ja. Es war ein Bruder dazwischen, der ist aber verunglückt. Ja. Der ist hinten wieder beim Balkon runtergefahren und war dann tot. Und ich war der Kleine und der Toni hat immer auf mich aufpassen müssen. Die zwei Schwestern auch, aber ich war immer der kleine Dreck, der mit muss. Und ich war natürlich schon sehr stolz auf meinen Bruder, weil der war halt überall besser. Wie war denn das für einen Kleinen, wenn der einen derartig legendären Bruder hat? Das muss ja eine unglaubliche Geschichte gewesen sein damals, oder? War ein bisschen schwierig, war das. Es hat so viel Neide gegeben. Ja. Und wie ich dann Ski gefahren bin, die Trainer, die sind alle noch mit meinem Bruder gefahren und haben immer ein Watschen gekriegt. Und dann
bin halt der gewesen, der die Watschen eingefangen haben, weil die wollten sagen, einen zweiten Seiler wollen wir nicht mehr, den schauen wir, dass wir irgendwie wegbringen. Aber es ist ihnen teilweise nicht gelungen und da kann ich ein bisschen stolz drauf sein. Ich habe genau gewusst, ich kann diese Leistung meines Bruders nie erbringen, nie erreichen, das war mir klar. Aber ich habe genau gewusst, ich kann schnell fahren, ich kann gut fahren. Und es ist nur, wenn ich so einen Vergleich nehme, ich war in der Lage, 2,40 Meter zu springen, ja, beim Hochsprung. Ja. Ich habe gewusst, kein Problem, ich komme da drüber. Wie ich angelaufen bin, haben sie mir die Latte auf 2,50 gesetzt. So, dann war das aus. Ja. So kann man das in irgendwie man das sehen. Und der Toni, den muss man sich als Genie vorstellen? Oder warum war der so überirdisch? Der war nicht nur im Skifahren gut, das ganze andere drumherum, egal was er gemacht hat, beim Fußball gespielt, Tennis hat, er war überall hervorragend. Ja. Er hat einfach Talente gehabt, die sonst nur wenige gibt. Es wie jetzt ein Hirscher, es gibt halt in jeder, in einem Jahrzehnt gibt es einen, der herausragend ist und der war halt zu diesem Zeitpunkt überragend, nur für ganz kurze Zeit, dann hat er leider Gottes aufgehört. Aber der Rudi Seiler vergleicht durchaus den Hirscher mit dem Toni Seiler. Weil du jetzt gerade gesagt hast, so wie jetzt von der Hirscher. Von den Leistungen entsprechend dort, das sind Ausnahmemenschen. Und der Hirscher ist ein Mensch, ein Skifahrer, der, es gibt momentan keinen besseren. Und man kann nicht vergleichen von früher. Und die Vergleiche sind alle unnütz und die ganzen Statistiken sind für nichts. Ja. Sondern sind die Leistungen da. Und der ist einfach um so viel besser. Und mein Bruder war auch um so viel besser. Sonst hätte er nicht alles gewonnen. Jetzt ist dieses Hanningkammrennen überschattet von einer Riesenschweinerei. Ja? Da haben irgendwelche Leute über irgendwelche Quellen, irgendwelche dubiosen, angeblichen Akten über deinen Bruder ausgegraben und unterstellen ihm da jetzt alle Dinge bis zu angeblichen Vergewaltigungen. Wie reagiert der Bruder wie du, der den Toni immer verteidigt hat, sein ganzes Leben? Drast du da durch oder wie war deine erste Reaktion auf das? Zorn, Empörung, Wut? Wie muss man das beschreiben? Ich hatte vor einer Woche, Tage bevor der Erscheinung des Artikels in der Zeitung. Ja. Ein Anruf, da hat er zuerst herumgefragt, irgendwie wegen der Redakteur, der Redakteur wegen der Nicole und hin und her. Und dann ist er darauf hingekommen, Staatsarchiv geöffnet und jetzt kommen die Fakten raus. Und dann hat es mir eigentlich die Haare schon aufgestellt, irgendwie. Und dann habe ich gesagt, naja, bitteschön, das ist 40 oder 50 Jahre her. Und es ist nichts gewesen. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, nachher. Und er hat gesagt, na gut, eingelegt haben sie mich. Und so wird es auch. Das hat er da erzählt damals. Das hat er mir gesagt. Er hat nicht mehr gesagt, mei, besoffen waren sie und eingelegt. Und eingelegt haben sie. Ja, und dann, damit war die Sache fertig. Und ich glaube, es war auch nicht anders. Das heißt, du bist der felsenfesten Überzeugung, er ist reingelegt worden damals. So wie es zu diesem Zeitpunkt in den Oststaaten war, speziell mit Damen, sehr wohl. Und die Riesensauerei ist ja, er kann sich nicht mehr verteidigen, ne? Ja. Weil da wird ja auf einen Toten hingehauen, ne? Was soll das pietätlos, die ganze Sache? Ja. Komm ich nicht daher, was. Er ist ja nicht, ist ja, es hat ja keine Prozesse, es hat ja nichts gegeben. Ja. Also keinen Angriff dabei und jetzt macht man was draus. Es wird dann in dasselbe Eck gestellt, das wie der weiß ich, der Weinstein oder sonst irgendetwas, oder der Kindervergewaltiger, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, was da passiert. Und er hat sich nicht verteidigen können. Er kann ja nichts mehr machen, ist er seit 9 Jahren tot. Ja. Und er ist ja nie gefragt worden zu der Causa, also er hat sich ja nie darstellen können, außer dass er dir gesagt hat, er ist reingelegt worden. Ne? Doch, er hat ja zu diesem Zeitpunkt im Jahre 74 sehr Wohlstellungen abgegeben. Und zwar? Die sind auch da. Er hat genau das gesagt, was passiert ist. Und darum ist auch nichts herausgekommen. Weil er eben so ehrlich ist, meinst du? Du kennst ihn als ehrlichen Mann, oder? Ja, der hat ja gesagt, gut, sie haben was getrunken gehabt, jetzt kann nicht mehr passieren. Ja. Mein Bruder war genauso ein Mensch als wie jeder andere. Jeder hat gute Sachen, kann einmal was Schlechtes passieren. Und wenn ein Alkohol im Spiel ist, es war vielleicht ein Zeitpunkt dort, wo er in Verbindung mit ein paar anderen Trainer gerne mal einen Sieg gefeiert haben. So muss man es halt sagen. So meinst du? Ja, dann ist natürlich kann vielleicht etwas passieren, aber für mich ist es einfach
unerklärlich, dass man nach 45 Jahren hergeht und das macht und der kann sich, kein Mensch kann sich verteidigen, die Fakten stimmen nicht, nur in etwa so fahle Geschichten daherbringt und damit den Namen meines Bruders schädigt, den ganzen Tourismus und ganz Kitzbühel schädigt. Kitzbühel ist empört, muss man sagen. Der ganze Hanenkamp-Zirkus ist empört. Ich glaube, es gibt keinen, ich meine, die werden dich ja viele darauf angeredet haben, es gibt keinen, der nicht wirklich zornig ist, oder? Nicht wirklich empört ist, oder? Über die ganze Geschichte. Ich muss sagen, ich bin stolz, wirklich stolz auf die ganzen Kitzbühler. Und ich bin stolz auf die Bevölkerung in Österreich und stolz auf die gesamte Presse, mit Ausnahme ein paar Zeitungen, die genau den Zeitpunkt beim Hanenkamp-Rennen herausgesucht haben, damit sie vielleicht das als so ein Skandalblatt in die Höhe bringen. Rudi Seiler, danke, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Tag des Jahres, wo ja auch du im Mittelpunkt stehst als das Idol von Kitz. Wer wird morgen gewinnen, Rudi? Dein Tipp? Es ist schwer zu sagen, da die Trainingsleistungen nicht einschätzbar sind. Am ersten Tag war es ein bisschen komisch, am zweiten Tag war es nicht ganz bis ins Ziel zu fahren. Ich hoffe einmal auf einen österreichischen Sieg. Ja, der Franz Klammer hat gesagt, der tippt auf den Meier. Ja, der Meier hat einen guten Eindruck gemacht. Mir gefällt der Kirchmeier gut. Kirchmeier, ja. Mhm. Also schön wär's. Ja. Und wird die ganze Strecke fahren werden? Dein Gefühl? Du warst ja da auch oft schon für die Strecke verantwortlich. Hast du oft mitgeholfen? Das ist lang her, aber trotzdem. Wird gefahren werden von oben bis unten? Das ist witterungsbedingt. Hm? Aber dein Gefühl? Also, der heruntere Teil, jetzt wird es kälter. Ja. Und die haben jetzt wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Mhm. Sie haben nur für das zweite Training die Strecke vom Hausberg nicht mehr machen können, weil die Leute, die haben schon 20 Stunden gearbeitet auf der Strecke. 1500 Leute, muss man dazu sagen. Ne? Und das ist einfach dann nicht mehr möglich. Aber dein Tipp ist, morgen wird ganz gefahren, von oben bis unten. Ja, hundertprozentig. Ja? Gut. Und ich hoffe auf ein schönes Wetter und dann haben wir wieder so ein Erlebnis wie letztes Jahr. Danke, Rudi Seiler, fürs Kommen. Danke. Danke, alles Gute und auf noch viele gute Jahr auf Ski mit dem Herrn Burger von der Bergbahn. Haut die Streif auf. Ich hoffe, es ist mir vergönnt. Ja. Gut, danke. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück.